Wien. Abendgesellschaft im Palais des Grafen Fries. Graf Fries ist einer der reichsten Männer Wiens. Fabrikbesitzer, Bankier und Landbesitzer. Auch den Grafentitel hat er sich erwirtschaftet. Beethoven ist an diesem Abend eingeladen, vor den Gästen des Grafen zu konzertieren. Anwesend ist die erste Gesellschaft Wiens. Die Schwarzenbergs, die Kinskis, die Lichnowskis und die Rasumowskis. In einer Ecke des Salons stehen zwei junge Adlige, lässig an die Wand gelehnt und unterhalten sich. Beethoven betritt den Raum, setzt sich an den Flügel, hebt seine Hände und zögert. Seine Augen sind auf die beiden jungen Adligen gerichtet, die sich noch immer unterhalten. Beethoven hält seine Hände regungslos über der Tastatur. Die Temperatur im Salon steigt bedrohlich. Da springt Beethoven auf, macht eine kurze Bewegung und ruft mit lauter, fester Stimme: Für diese Schweine spiele ich nicht.